Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 30 von Astroneer. Ja, wir hatten letztes Mal geguckt, Schwefel, den kriegen wir irgendwie auf einem anderen Planeten oder sowas hier nicht. Da müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Wir müssten eigentlich schauen, dass wir eine Rakete bauen oder sowas, ein Shuttle oder was da auch immer ist. Dafür würde ich nach dem Intro dann mal gucken, wie der Bauplan dafür ist oder sowas, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt schauen wir mal da vorne rein. Was haben wir denn für Aufgaben? Gibt's da? Da gab es auch was mit Shuttle Drop oder sowas. War das so? Weiß ich nicht. Mal gucken. Finde und sprenge einen Exokoffer. Benutze deinen Kompass. Ja, aber ich habe Sprengstoff zwar erforscht, aber ich habe noch keins, weil mir das Pulver fehlt. Dafür brauche ich Schwefel. Schreddern, Schrot handeln, produziere Schrott. Schrott, nicht Schrot, ne? Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Schredder produziere Schrotnuggets, die über Handelsplattformen gegen andere Ressourcen getauscht werden können. Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Wo ist eine Handelsplattform? Weiß ich jetzt noch nicht. Das seltsame Objekt muss ich auf irgendeinem anderen Planeten platzieren. Drucke einen Autoarm. Speichere eine Ressource mit einem Autoarm. Das wäre jetzt vielleicht wahrscheinlich das nächste, wenn ich wüsste, wo ich den Autoarm wegkriege. Aber den muss ich wahrscheinlich auch erst erforschen. Drucke kleine Shuttle. Drucke und installiere Oxygenator in Shuttle. Drucke und installiere Feststoffschubdüse. Okay, das ist für den Shuttle, dass ich hier wegkomme. Das gibt es wohl auch erst woanders. Lithium gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Entsperre 100 Schemata im Katalog. 44 von 100 habe ich schon. Aktiviere eine Portalkammer. Okay, das soll mit viel Energie verbunden sein. Das hatte mir der Mordrak, glaube ich, geschrieben, ne? Also drucke einen Autoarm wäre vielleicht wahrscheinlich noch das Beste hier, was wir machen können. Dafür gucken wir mal hier rein. Sauerstoffmacher, okay. Gibt es hier noch was? Ja, da gibt es noch was. Ein Ebnungsblock. Gibt es hier noch was? Ja, da gibt es ein Flutlicht und sonst nichts. Da gibt es nichts mehr. Stopp, ein zu weit. Hier gibt es eine schmale Anpassung. Ein Hämmer. Ausrichtungsmodus. Alles für das Geländewerkzeug. Bohreranpassung. Und noch eine Bohreranpassung. Dynamit haben wir jetzt. Feuerwerk. Da gibt es nicht mehr. Kleine Kamera, kleine Trompetenhupe, holographische Figur, Geländeanalysator und Sonnenscanner. Feststoffsprungbooster, Hydrazin-Jetpack und Hoverboard. Ey, alles coole Sachen. Allerdings, wo dieser Arm jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe keinen gesehen. Schade, ne? Müssen wir erst was anderes erforschen, um das dann erforschen zu können? Ich weiß nicht, aber hier rödelt gerade nichts, oder? Der ist wohl fertig. So, jetzt geht's da weiter. Da hinten ist so ein schicker Planet. Auf den komme ich aber nicht drauf, weil ich keinen Shuttle habe. Ja, hier ist unser Trecker, wo wir Rohstoffe holen wollten. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Was willst du denn jetzt noch machen? Das ist die Frage. Irgendwie ist. Hatte ich jetzt hier Nuggets eigentlich schon geschrottet? Die müssten ja hier irgendwo rumfliegen dann. Das war Zinkblende. Ich glaube, das sind alles Zinkblenden. Was ist das hier? Kupfer, oder? Ja. Da ist auch nichts. Hier ist noch was zum Forschen. Ah ne, das waren Samen, okay. Aber hier ist auch nichts, was ich jetzt hier wüsste, dass ich das da brauche. Okay, hier sind so schicke Lampions. Das ist wohl das Neujahrsfest im Asien da oder so. Oder China. Tja. Kleines Solarmodul. Ammonium. Da haben wir Ammonium. Das haben wir da in der Zentrifuge letztes Mal auch hergestellt wohl. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wo die Nuggets geblieben sind hier in dem Schredder. Wandelt schreddelbare Gegenstände in sonst was um. Was sind schredderbare Gegenstände? Da haben wir schon kräftig gewaltet.
Weiß ich jetzt auch nicht. Der läuft noch. Kann ich hier mittlerweile was Neues drucken bei dem großen Drucker? Der kann nur eine Unterkunft. Dafür brauche ich Silikon und Kunststoff. Da kann ich nichts machen. Vielleicht sollte ich mal bei den anderen beiden Druckern gucken, ne? Was kann der kleine Drucker? Dynamit, kein Sprengpulver. Arbeitslicht, dafür brauche ich Kupfer. Mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher. Keramik und Aluminium. Keramik habe ich nicht, müsste man aber herstellen können eigentlich, oder? Aus Glas wahrscheinlich, oder? Wie war das? Glas haben wir doch genug hier, ne? Glas ist hier. Lass uns mal gerade hier in die Ressource gucken. Keramik. Natürliche Ressourcen ist es natürlich nicht bei, ist klar. Keramik. Veredelung aus Lehm. Doch nicht Glas. Haben wir denn Lehm da? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo kriege ich jetzt Lehm her? Das ist. Ach, da ist mein Schrott. Guck mal. Den müsste ich jetzt auf eine Handelsplattform loswerden. Aber wo ist die Handelsplattform? Aber das hier hinten ist ja nicht die Handelsplattform, ne? Das ist ja was anderes, oder? Also in Betracht und für den Status der Exo-Trainings- und Erkundungsmission. Nee, das ist keine Handelsplattform. Ist das da hinten? Handelsplattform. Nee, ich wollte das Rad haben und dann den Kompass. Und der zeigt mir jetzt hier aber auch nur die Punkte an, die ich eingetragen habe. Hier gibt es irgendwie eine Blume. Das da ist wahrscheinlich dieses komische Teil und das sind meine beiden Markierungen. Ich glaube, da sind wir nicht richtig. Handelsplattform. Ich weiß nicht, wo ich die finde, die Handelsplattform. Okay, aber ich sag mal, ich pack das ja wieder hin, weil kann ja doch nicht gebrauchen, ne? Und vielleicht sollte ich das Ding auch loswerden. Weil das war ja auch nicht hierfür, ne, oder? Wo kann ich das denn alle lassen, ey? Hier ist alles besetzt, naja. Aber ich schätze mal, dass ich den doch da einsetzen kann, ne? Das wird ja nicht erforscht. Die Erde ist noch nicht voll. Warte, kann ich aber nicht voll. Einer davon ist ja voll, ne? Ich glaube, dieser müsste voll sein, ne? Ja, genau so ist es. Und wenn ich den jetzt, kann ich den wieder hier ins Ding, ins Inventar holen. Den kann ich auch dahin machen, das ist viel besser, ne? Und der ist jetzt nicht voll, ne? Aber warte mal, ich wollte noch gerade den hier machen. Okay, jetzt sieht man den Punkt. Hier ist er gelb. Der eben war grün. Wenn er grün ist, ist er voll. Und dieser Kreis ist sogar auch noch, da sieht man noch, wie viel drin ist. Richtig cool, oder? Ah, lass den mal da. Muss noch was raus hier? Ich glaube nicht, ne? Ah, die Batterie könnte man vielleicht noch rausnehmen. So, das ist geklärt. Aber was ist weiter? Was machen wir jetzt? Der Drucker konnte nichts. Wir brauchen Lehm. Wo ist Lehm? Wie kann ich denn jetzt hier rausfinden, wo hier welche Ressourcen sind? Eine Landkarte oder sowas wäre schön. Weiß ich auch nicht, ob es die hier gibt. M? M ist keine Landkarte. Schade. Na, ich glaube, ich drücke mal nicht so viele Tasten, sonst geht nachher was schief oder so. Ammonium. Ich fahre mal mit dem Trecker hier durch die Gegend, weil da kann ich noch am meisten einsammeln. Und schau mal. Hier ist so ein doofer Graben, da kann ich sowieso nicht weiter. Fahren wir mal hier so ein bisschen links lang, oder? Da geht wieder so ein Planet unter. Hier ist so eine schicke Kugel. Was ist das für eine? Ach so, das ist nur Biozeug, okay. Das auch, aber da hinten, da ist noch was Weißes. Was ist das? Warte, da oben ist sowieso was. Was ist das? G-Silbergehäuse. F halten zum Scannen.
Gefundene Bytes. Oh, das ist Forschungsteil. Sehr cool. Schutt. Und hier ist kleines Solarmodul. Kriege ich das hier? Ja, da rein. Schutt, Schutt. Mittleres Solarmodul. Auch cool, oder? Ich glaube, das kriegen die so mit. Das müssen wir mal gucken, dass wir so einen Trecker vielleicht kriegen. So, wenn ich F drücke, kriege ich das an der Brust und kann schnell laufen, ne? Genau. Das muss wohl hier dran gehen, oder? Okay, das geht nicht so da dran, ne? Ah, wir hätten mal so ein Graphit mitnehmen sollen, damit wir einen Packer bauen können, ne? Ja, dann weiß ich auch noch nicht, wie ich das jetzt hier einpacken kann. Dann müsste ich das wegmachen und dann kann ich den da drauf packen, ne? Und so sieht's aus. Mit der Wand des sonnlichen Strom und zeugt 4 ES. Kann man das aktivieren? Nein, das wird wahrscheinlich erst bei der Sonne wieder aufgehen, ne? Ja, und das hier. Das ist die Frage, was ich damit mache, ne? Kriege ich auch nicht mit. Gibt's hier irgendwo Rohstoffe? Ich glaube nicht, ne? Shit. Was ist das da hinten? Ah, ich glaube, es sind wieder solche Forschungsdinger, ne? Ja, da ist noch eins. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Oh, was ist G? Tanz unberührbar. Freudensprung. Wow, okay, da kann ich irgendwelche Dingens machen. Alles klar, das ist ja auch super wichtig gerade gewesen. Kannst du mal stillhalten, dann kann ich das Ding auch anmachen. Okay, hier gibt es noch mehr von dem Zeug. Ich muss nur aufpassen, dass ich wieder zum Fahrzeug finde, ne? Da ist noch irgendwas. Hier ist noch so ein Ei. Kriege ich das von hier? Nein. Ah, guck mal, was da ist. Graphit. Verlängerung. Ja, wollte ich gerne in meinen Rucksack mitnehmen. Okay. Das Windrad ist kaputt. Schutt, Schutt. Rest ist Schutt. Sauerstoff. Ist gleich halb leer da oben. Dann machen wir mal, hier muss irgendwo unser Auto ja stehen, oder? Da ist es, dann holen wir erstmal Sauerstoff. Einmal bitte auffüllen. Okay, Batterie. Wird geladen. Wo ist denn das Teil jetzt? Ach so, hier oben. Kann ich das da dran bauen? Ja. Und das baue ich auch da dran. Ne? Das Solarpanel, ob das wohl auch Strom macht? Müsste man mal gucken, ne? So, dann sind wir von da gerade gekommen. Dann gehen wir doch da wieder zurück, oder? Da war ja irgendwo noch ein Teil zum Abbauen, oder? Hier hat. Ach nee, wollten wir. Graphit holen. Nee, Gemisch holen. Ich habe es gemischt, ne? Ja. Auf zum Fahrzeug gerade. Aber ich weiß nicht, ob ich den Packer bauen kann. Ich will es hoffen. Da war er. Aber da brauche ich nicht Gemisch für, sondern Graphit brauche ich dafür. Shit. Ja, schade.
Aber das andere, was wir da gerade hatten, kleiner Drucker. Verbindungen. Sauerstofffilter wird auch gehen. Kleiner Generator, Leuchtfeuer. Okay, das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Das bedeutet, wir müssten eigentlich Graphit haben, welches wir hier nicht finden gerade werden. Wir sind immer frisch aufgetankt. Lass uns mal gerade weitergehen und gucken, ob wir da noch irgendwo was finden. Gemisch hatten wir. Hier geht es nur so hoch und runter. Hier ist nichts. Das heißt, wir können wieder zurücklaufen. Warte, wir nehmen mal gerade hier diese Dinger mit. Die Forschungspunkte. Die gibt es ja mal gerade hier umsonst, oder? Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Haben wir noch was? Okay. Da ist auch noch einer. Ja, es sind hier überall Pflanzen mit Forschungspunkten noch zusätzlich, ne? So, jetzt haben wir das mit dem Graphit immer noch nicht hingekriegt. Hier ist unsere Pipeline schon. Ist gar nicht so weit weg. Komm, dann nehmen wir das Solarmodul. Und bringen das mal dahin. Ach, guck mal, wer da jetzt gerade Strom macht, das ist das Solarmodul. Kann man da noch einen Anhänger mehr dran machen? Ich glaube ja, ne? Dreier waren es, oder? Kann ich denn den dahin machen? Den dahin machen? Und das hier vorne dran machen? Hey, cool! Dann habe ich mein Problem gelöst. Und wir fahren immer nur tagsüber und bleiben auf der Oberfläche, dann kann uns nichts passieren, oder? Ja, würde ich sagen. Einsteigen. Und da war keine Sonne, wie wir gerade gesehen haben. Da hat es gleich zusammengeklappt. Ey, cool. Ja, das ist jetzt dann. Bis auf das Solarmodul haben wir jetzt nicht so ganz so viel mitgebracht, ne? Jetzt ist dann die Frage. Das ist ein mittleres Solarmodul. Das wird ja schon ordentliche 4 ES, macht das. Und Verlängerung ist okay. Und das hier, kleine Batterie. Aber das brauche ich ja dann nicht mehr. Kleine Batterie kann dann hier bleiben. Und schließen wir mal da an. Okay, dann hat sich das auch damit verbunden. Sehr schön. Das Solarpanel macht sich auch so ein Teil. Und machen wir dahin. Und das sind die Verlängerungen. Ich weiß nicht, was jetzt die Verlängerung macht. Halten zum Benutzen. Was ist das? Ach so, okay. Das ist so ein Teil. So ein Pieker und da kannst du dann. Ah, alles klar. Wenn das weiter weg steht, kannst du es damit verlängern. Kann ich das auch wieder da dran machen? Oh. Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Wo ist das Ding jetzt? Ah, ich sehe es. Sehr cool, ne? Okay, das geht nicht dahin. Das muss jetzt mal ausgetauscht werden gegen was anderes. Kurz. Und das da oben. Legen wir mal dahin. Dann nehmen wir das da runter. Und dann packen wir das ein. Und jetzt ist es wieder da drauf. Hochkompliziert, aber es hat geklappt. Okay, das haben wir alles. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.